So, wir sind durch. Das ist mein Sieger, Pirli. Yes! Dankeschön, weißt du, speichern am Arsch, bin durch. Rühr das jetzt wieder 4 Jahre nicht an. So, es gibt eine Seite, die ich aber noch am Ende euch auf jeden Fall noch zeigen möchte. Und das ist das Level, was ich damals geliebt habe ohne Ende. Hotter than fucking hell. Das Kiss-Level, und das ist schon verdammt geil. Das möchte ich euch noch ganz kurz zeigen, so zum Abschluss. Hier haben wir es nämlich. Hotter than hell. Und das ist verdammt geil. Oh, schaut euch dieses Level an. Ja, also für die, die es vielleicht auch nicht kennen. Hier, meine Freunde. Wir haben hier die Kiss-Stage, ne? Ist das geil oder was? Ja, es ist ein Level tatsächlich, das nur für Kiss gemacht wurde. Also, ne? Und so. Und das ist... Ich fand das damals... Erstens mal ist es zum Skate. Es ist sehr schlicht. Es ist sehr schlicht, muss ich sagen, ja. Aber dafür ist es verdammt geil. Und man kann eine gewisse Sache freispielen. Und die wollte ich euch halt jetzt so zum Abschluss einfach mal zeigen. Ah, die ist nämlich extrem geil. Ja, hier alleine, da konntest du schon übelst lange über die ganze Zeit railen. Ich habe hier damals, das ging ja damals noch, ne? Man konnte ja bei Tony Hawk's Underground, konnte man sich ja eigene Ziele erstellen in den Leveln, auch in denen, die man nicht selbst gemacht hat, also in den bestehenden quasi. Und, hier habe ich wahnsinnig gerne verschiedene Ziele gemacht. Vom Skate über irgendwelche Kombos, die ich mir habe ausgedacht. Da hatte ich so viel Spaß früher dran. Das war für mich meine Jugend. Hier in Tony Hawk's Underground meine Zeit verbringen. Das war es einfach, Leute. Das war es. Versteht ihr? Und das war einfach unglaublich großartig. Und ich bin auch, so blöd das tatsächlich klingt, erst durch dieses Level zu Kiss gekommen. Mir war Kiss vorher kein Begriff. Und ich werde das Video nachher abspielen lassen. Wahrscheinlich kriege ich wieder Copyright-Probleme, aber das ist mir jetzt auch egal. Das gönne ich mir jetzt einfach. Fuck that shit. Und zwar... Oh, schade. Es gab ein Resub. Der Hulk geht zum 13. Mal. Holy shit, man. 13 Mal. Unbelievable. Danke, Hulki, für so viele Monate. Für über ein Jahr Treue hier. Das Level ist einfach nur mega geil. Ich habe, wie gesagt, sehr viel Zeit hier verbracht. Einfach nur zu experimentieren, was für Kombos man machen kann. Und habe die dann selbstverständlich auch immer meinen Freunden gezeigt. Und guck mal, man kann hier sogar in so einen verfickten Buggy steigen und das ganze Level hier im Buggy machen. Auch hier zum Beispiel hast du damals auch so einen Spaß gemacht. Wie hier zum Beispiel dann Skate, sammle Skate nur mit dem Buggy und so weiter. Sowas konntest du damals alles machen. Und ich hatte damals natürlich mega viel Spaß an sowas. Und alles in allem ist dieses Level einfach nur unfassbar geil. Und wie gesagt, wenn man eine gewisse Sache in diesem Level macht... Ich kümmere mich ja schon. Dann schaltet man eine gewisse Sache frei. Und das war das erste Mal, wo ich Kiss gesehen habe. Und das zeige ich euch jetzt gleich. Und danach... Ach... Yo! Ja. Parken like a boss, würde ich sagen, oder? Parken like a boss. So. Yes! So. Bevor wir jetzt hier den ganzen Spaß machen... Ah, den musste ich mir jetzt gerade mal gönnen. Ah, es ist gerade so entspannend. Ich habe das Scheißspiel zum ersten Mal in meinem Leben 100% durchgespielt. Auf dem Schwierigkeitsgrad sick. Und da gönnt man sich jetzt natürlich mal ein bisschen Spaß hier mit dem Buggy. Denn man konnte, glaube ich, komplett auf die andere Seite fliegen. Wenn mich sogar nicht alles täuscht, war es sogar ein Gap. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das damals sogar ein Gap war. Aber das schaffen wir auf jeden Fall nicht. So, bam. Ja, bitteschön. Geparkt. So. Aber eine gewisse Sache möchten wir jetzt natürlich machen. Und die ist das Interessante an diesem Level. Nämlich bei der Bühne auf der anderen Seite. Da könnt ihr nämlich so Buchstaben in der Luft erkennen. Hier zum Beispiel. Das sind die... Okay, ich hab's nicht erwischt. Die Kiss-Symbole. Und wenn man die alle hat, dann passiert etwas Unglaubliches. Zack. Das erste S wurde aktiviert. Das zweite S wurde aktiviert. Und die anderen beiden sind nicht sehr schwierig, die sind hier in der Ecke jeweils, also das ist recht harmlos gestaltet, die zu erwischen. Das I sitzt. Seid ihr bereit, meine lieben Freunde, für Kiss? Okay, nicht erwischt. Nein, wieder nicht erwischt. Jetzt! Kiss-Konzert!
Kiss movie unlocked. Collected kiss again and Daniel put a shell for you. Und jetzt kommt das Video. God of Thunder! Nice! Das war das erste Mal, als ich Kiss gesehen habe. God of Thunder. Und ich habe Kiss dann auch live gesehen, viele Jahre später. Als motherfucking Gene Simmons 10 Meter in die Lüfte stieg und von dort aus Gitarre gespielt hat. Und es gibt natürlich noch was, meine lieben Freunde, das ich euch dazu zeigen kann. Denn nicht nur dieses geile Video, das man da kriegt. Nein! Man kann dann noch was freispielen, nämlich in-game. Ich habe dieses Video gesehen und danach bin ich zu meiner Mutter gegangen und bin völlig entsetzt gefragt, wer zum Fick ist das? Hier mit dem Blutspucken und Pipapo. Bin zu meiner Mutter gegangen und gesagt, ey, was geht denn? Was ist denn das für kranke Typen? Ist übelst geil. Sie gesagt, das ist Kiss, mein Junge. Und jetzt gucken wir uns Kiss in-game an. Schau dir die Show an, Mann. Ab auf die Bühne. Zu Kiss. Nein, hallo? Ja, die Ingame-Musik ist aus. Never mind, wa? Das war natürlich nicht so sinnvoll. Yeah, Feuerwerk und erstmal Lags, Mann. Ja. Und das, meine lieben Freunde, ist da die Kiss-Show, die wir gerade gesehen haben in dem Video. Nochmal in-game. Und jetzt geht's los. Nice. Er hat sich halb verbrannt da, aber was soll's, ne? Geiler Scheiß. Hab ich so dermaßen gefeiert, hab ich immer aktiviert und bin dann rumgeskatet. Das werden Erinnerungen wach. Und dann gibt's auch noch eine ganz crazy Geschichte. Das macht der... Ja, okay, und slow down. Später der Drummer macht das dann noch. Guck mal, jetzt gehen sie alle drei vor. Wahrscheinlich, weil ich jetzt weggegangen bin. Okay, und ab durchs Feuer. Scheiß drauf. Ich glaube, später ging das hier noch nach oben, aber ganz ehrlich, so nice. Ne? Einfach mal ein Spine Transfer drüber gemacht. Ja, gut, und dann beende ich das Bild, dieses Underground-Projekt mit einem Ausschnitt. Einfach nur, weil wir es können. Das war Tony Hawk's Underground 100% auf Sick. Einfach nur, weil wir es können. Vielen Dank für alle, die das mit mir durchgehalten haben. Hammer Hype. Dankeschön. Yes! The God of Thunder!